wird jetzt, glaube ich, gleich sehr deutlich zu hören. Und Schubert war ein ganz großer Verehrer von Ludwig van Beethoven. Es ist umstritten, ob sie sich jemals begegnet haben, weil Schubert auch so von Mensch aus sehr schüchtern war. Und ich glaube, ich kann mir das vorstellen, dass er für ihn es schwierig war, so einen großen Meister kennenzulernen oder auf den Schritt überhaupt sich einzulassen. Allerdings hat er seine Stücke genau studiert und heute im Programm möchte ich jetzt als Kontrast zum Beethoven auch jetzt kleinere Charakterstücke von Schubert spielen. Und sie sind auch ungefähr in diesem Zeitfenster entstanden, 1823 bis 1828. Und es ist natürlich sehr wunderbar, dass wir dieses Klavier haben aus dem Jahr 1824. Bei Schubert ist es für mich wichtig, dass man vielleicht ein paar Merkmale in seiner Musik immer hört oder die ziehen sich immer durch. Da sind die Pausen oder die Zeit der Stille. Mit der Stille sagt Schubert meiner Meinung nach viel mehr als mit der Musik. Und in diesen kleinen Charakterstücken werden wir das sehr deutlich hören. Es gibt viele Pausen, die eigentlich die Idee der Musik weiter verlängern und die Musik noch, den Charakter der Musik noch verstärken. Licht und Schatten, das ist auch ein wichtiger Aspekt in seiner Musik. Kontraste zwischen Dur und Moll und eine Ähnlichkeit und eine sehr leisere Farbe, die ich auf diesem Klavier jedes Mal bin ich fasziniert, dass ich diese Farbe auf dem Klavier finden kann. Und ich lade Sie ein, auf diesen kleinen Reise mitzugehen und die Stücke aus dieser Sicht hinzuhören.
Sie haben wahrscheinlich gemerkt, dass diese Charakterstücke schon etwas größerer war als von die Stücke von Ludwig van Beethoven. Und damit schaffen wir jetzt so einen Übergang zu den größeren Werken. Und ich spiele Ihnen noch drei Stücke von Stefan Heller, um die Idee der kleineren Charakterstücke nochmal jetzt zu zeigen. Und danach kommt eine Pause.